Bei mir gibt es kurze Geschichte. Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Ich fühle mich auch super jetzt erstmal hier, sind super reingekommen, die Jungs haben mich super aufgenommen, die Platzbedingungen sind toll. Erstmal gut. Ja, die Stadt kenne ich ja ein bisschen, ja, war ich schon hier mal um Frankfurt und so, finde ich auch super. Alles in der Nähe von Frankreich, Holland, alles in der Nähe. Ja gut, bei mir ist ja ein bisschen länger Geschichte halt mit Kiel. Ich hatte eigentlich Vertrag, aber da haben wir uns entschlossen mit Kiel, dass ich halt den Verein verlasse. Und fand ich jetzt Wien interessant, hier oben. Und habe dann versucht, ein Probetraining hier zu machen und dann wurde ich genommen. Da war ich sehr froh darüber. Ja, ich spiele jetzt am besten links oder rechts außen. Oder hinten Spitze spiele ich gerne. Ja, außen lieber. Lieber außen, aber in der Mitte konnte ich. Früher habe ich auch gespielt in der Mitte, hinten Spitze. Ja, ich komme aus Polen. Aus Danzig kennt jeder eigentlich. Dann habe ich angefangen mit 14, 15 Fußball zu spielen, so richtig mit Kumpels auf dem Borka in Polen. Danach bin ich nach Deutschland, weil meine Mutter ist verstorben und wurde ich adoptiert hat. Und dann habe ich angefangen irgendwann bei Hannover 96 zu kicken in der A-Jugend. Dann war ich zweite Mannschaft, ein bisschen bei Profis durfte ich mitmachen, auch Bundesliga spielen. Und dann bin ich nach Kiel gewechselt. Da habe ich 5 Jahre gespielt und jetzt bin ich in Wien. Was ich jetzt, meine Freizeit, versuche ich zu verbringen mit meiner Tochter halt. Im Freizeitpark zu fahren, Kinderplätze da, ein bisschen spielen und halt mit Familie ein bisschen was unternehmen. Ja, ich würde gerne auf jeden Fall Ronaldinho zu treffen mit denen, aber bisschen Fußball kicken oder so. Ja, das wäre nur der Traum. Für mich ist das der beste Fußball auf der ganzen Welt und es wird nie so einen Fußballer geben wie der. Wenn ich in Polen geblieben wäre, hätte ich auf jeden Fall meine Schule zu Ende gemacht, studiert auf jeden Fall. Hier in Deutschland konnte ich halt nicht mehr, weil die Sprache ist halt schwierig dann für mich jetzt. Aber genau, wo ich genau landen würde, das weiß kein Mensch. Für diese Frage will ich gerne sagen, ich will gar kein König von Deutschland, will ich gar nicht sein. Will ich lieber halt ein normaler Mensch zu sein, als so eine Macht zu haben. Ja, ich will der persönliche Ziele halt ein bisschen noch höher spielen als nur dritte Bundesliga. Und wenn es klar, dann gerne mit SOS Wiesbaden und mit Mannschaft will ich halt viele Punkte holen, will ich helfen der Mannschaft, den Trainer sich anbieten, dass ich immer spielen darf und ja. Das ist so schwierig, du musst das auch mal machen. Ja.